Liebe Züchterinnen, liebe Züchter, herzlich willkommen in der Videoanleitung für die Beantragung der Abstammungsüberprüfung. In den nächsten Minuten erklären wir Ihnen, wie Sie mit dem Genomikportal selbst einen Antrag zur SMB-Typisierung für die Abstammungssicherung erstellen. Dieses Video wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Nachhaltige Tierhaltung Österreich erstellt und unterstützt vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Wenn Sie die Proben selbst nehmen, brauchen Sie dafür die richtige Zange und die richtigen Ohrmarken. Wie Sie die Gewebeprobe entnehmen, zeigen wir Ihnen in einem zweiten Video. Das RDV-Genomikportal ist eine Internetanwendung, mit der Sie selbst Anträge zur Abstammungssicherung Ihrer Rinder erfassen und verfolgen können. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass Sie Mitglied bei einem Zuchtverband und einem Landeskontrollverband sind. Um für die Nutzung freigeschalten zu werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Zuchtverband. Die Anmeldedaten sind jene des RDV-Portals, also die, die Sie auch für die LKV-Mobil-App im Handy verwenden. Ein Login mit dem AMA-PIN ist nicht möglich. Wenn Sie noch keine Zugangsdaten für das RDV-Portal haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontrollverband. Nach dem Login gelangen Sie zur Startseite, wo Ihre Benutzerdaten zu sehen sind. Über das Menü auf der Startseite gelangen Sie zur Erfassung neuer Anträge und auch zur Übersicht der bisherigen Untersuchungsergebnisse. Sie können den Antrag direkt mit Ihrem Smartphone erfassen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, um zur Erfassung eines neuen Antrages zu gelangen. Entweder über Neuer Antrag direkt auf der Startseite oder über das Dropdown-Menü auf der linken Seite oder über den Button Neuen Antrag erfassen, der ganz oben auf der Unterseite von Abstammungsüberprüfung oder Genotypisierung angezeigt wird. Im ersten Schritt wählen Sie das Tier aus, das beprobt wird. Wenn Sie auf das Listensymbol rechts neben Tier auswählen klicken, dann erscheint eine Liste aller Rinder, die derzeit auf Ihrem Betrieb gemeldet sind. Wählen Sie das Rind aus, von dem Sie eine Probe einschicken möchten. In diesem Fall wollen wir eine Probe von Rosi nehmen. Sie können im Feld auch den Namen oder die Ohrmarkennummer eingeben. Auch über Teile der Ohrmarkennummer finden Sie das gewünschte Tier. Sobald Sie das Tier ausgewählt haben, kommen Sie direkt zur Eingabe der Probennummer. Sie gelangen nun zum Feld, in dem Sie die Probennummer erfassen. Die Probennummer befindet sich am Standsteil der Ohrmarke. Sie können die Nummer entweder händisch eingeben oder den Code direkt mit dem Handy scannen. Sie können den Code auf der Ohrmarke mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets einscannen. Halten Sie die Kamera vor den 2D-Code über den Ziffern auf der Ohrmarke und klicken Sie Scannen. Wenn die Nummer mittels Scan erkannt wurde, wird sie automatisch im Feld Probennummer eingetragen. Das Projekt Abstammungssicherung ist bei den Generhaltungsrassen automatisch hinterlegt. Wenn Sie die Probennummer erfasst haben, klicken Sie auf Antrag prüfen. Nun gelangen Sie zum dritten Schritt, in dem Sie den Antrag prüfen. Wenn alle notwendigen Felder grün hinterlegt sind, ist der Antrag korrekt und es sind alle Daten beim Tier vorhanden, um es zu beantragen. Falls Daten fehlerhaft sind, ist das jeweilige Feld rot hinterlegt. Auch wenn bereits einmal eine Typisierung durchgeführt wurde oder das Tier bereits einmal beantragt wurde, ist das Feld rot hinterlegt. Das Feld Fokuseignung ist bei den Tieren aus der Generhaltung immer rot hinterlegt. Das können Sie ignorieren. Klicken Sie nun auf Antrag kostenpflichtig senden, um den Antrag fertigzustellen und abzuschicken. Achtung! Der Antrag muss gestellt werden, bevor die Probe ins Labor kommt. Wenn die Probe im Labor ankommt, bevor der Antrag übermittelt wurde, wird die Probe verworfen. Wichtig ist auch, Sie müssen den Antrag digital stellen und übermitteln. Nachdem Sie den Antrag abgeschickt haben, kommen Sie zur Seite Genotypisierung. Dort sehen Sie die tagesaktuellen Anträge. Für kurze Zeit haben Sie auch noch die Möglichkeit, den Antrag hier zu löschen, falls Sie zum Beispiel aus Versehen das falsche Tier beantragt haben. Nachdem Sie den Antrag übermittelt haben, können Sie die Probe ins AID schicken.
Über das Genomikportal können Sie die Probe auch verfolgen. Im Menüpunkt Genotypisierung sehen Sie den aktuellen Status Ihrer Proben. In diesem Fall ist eine Probe bereits im Labor eingelangt und eine andere ist schon erfolgreich typisiert. Auch die Ergebnisse der Abstammungsüberprüfung sehen Sie im Genomikportal. In diesem Fall sehen Sie, dass die väterliche Abstammung bestätigt wurde. Mutter und Muttervater wurden nicht geprüft. Diese Ansicht wird zu Beginn bei den meisten Generhaltungs- und Fleischrinderrassen der Fall sein. Sie können das Genomikportal auch mit einem normalen Desktop-PC benutzen. Die Funktionen sind ganz dieselben wie auch am Smartphone. Sie können Anträge erfassen und Sie können den Status der bisherigen Anträge ansehen. Über Neuer Antrag gelangen Sie zur Seite, wo Sie einen neuen Antrag erfassen. Wählen Sie entweder, indem Sie die Liste ausklappen oder den Namen oder die Lebensnummer des Tieres eingeben, das Tier aus, von dem Sie die Probe versenden wollen. Geben Sie im Feld Probennummer die vollständige Probennummer ein. Das Projekt Abstammungsüberprüfung ist bei den Generhaltungsrassen bereits hinterlegt. Klicken Sie dann auf Antrag prüfen. Wenn alle Daten korrekt sind, sind sie grün hinterlegt. Bei den Tieren aus der Generhaltung ist das Feld Fokuseignung immer rot. Das können Sie ignorieren. Klicken Sie nun auf Antrag kostenpflichtig senden. Sie kommen jetzt wieder zur Seite, auf der die tagesaktuellen Anträge angezeigt werden. Auf der Seite Genotypisierung können Sie den Status der Anträge verfolgen. Auch hier haben Sie kurz, nachdem Sie den Antrag gestellt haben, noch die Möglichkeit, den Antrag zu löschen, wenn Sie zum Beispiel aus Versehen das falsche Tier beantragt haben oder Sie sehen, Sie haben eine Probennummer verwechselt. Auf der Seite Abstammungsüberprüfung sehen Sie die Ergebnisse der durchgeführten Abstammungsüberprüfungen. Sie können im Feld Anzeige auf alle aktuellen Abstammungen klicken. Dann sehen Sie die Ergebnisse aller beprobten Tiere, die derzeit auf Ihrem Betrieb stehen. Achtung, hier werden nur jene Tiere und Ergebnisse, die aus der SMB-Typisierung kommen, angezeigt. Die Ergebnisse aus der alten Mikrosatellitenuntersuchung sehen Sie im Genomikportal nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie diese Einführung bei der ersten Nutzung des Genomikportals unterstützt. Auf www.rinderzucht.at finden Sie auch eine schriftliche Anleitung. Bei Fragen helfen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Zuchtverbandes gerne weiter.